Das Leben verläuft in Wellenbewegungen. Das geht rauf und runter. Auch mit Niederlagen. Ich habe immer wieder Neues begonnen. Das ist eine schöne Erfahrung. Dietmar Schönherr. Schauspieler, Moderator, Schlagersänger, Talkmaster, Schriftsteller, engagierter Bürger und zeitweilig auch Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion. Das war von Anfang an eine ganz große Sympathie. Und zwar eine gegenseitige. Wir sind aufeinander geflogen und das war sehr schön. Der war ja so ein Mensch, der eine gewisse Distanz immer gewahrt hat. Und das hat uns sehr nahe gebracht. Und das Komische war, dass wir anfingen bei dem Tatort mit dem sich verabschieden, wo er im Gefängnis bleibt und ich werde entlassen. Du bist mein bester Freund. 60 Jahre. Das sollen sie erst mal einer nachmachen. Komm her, Willi. Das war die erste Szene, die wir gemeinsam hatten. Und wir haben uns gleich verabschiedet voneinander. Und das war wunderschön. Ich werde ihn nie vergessen. Mach's gut, Willi. Es war so eine Gemeinsamkeit vorhanden. Und wir haben von Anfang an eine ganz große Sympathie füreinander gehabt. Wir haben einfach gemerkt, dass wir zueinander gehören. Wir waren drei abgehalfterte Leute, die schon kleine kriminelle Geschichten hinter sich hatten. Und ich war eben einer, der immer sich den Spaß machte, Plätzchen zu backen mit Haschisch drin. Süßes entspannt auch ungemein. Und dann wussten die beiden Kommissare gar nicht, wie ihnen geschah. Die kriegten nämlich plötzlich so gute Laune. Die haben immer so gelacht, wie Haschisch eben so die Haschisch-Wirkung hatte. Köstlich sind die. Mhm. Hör zu, sind alle für Sie. Danke. Getränkt in marokkanischem Blütenöl, feinste Sorte. Man sagt, es betört die Sinne. Wir haben ja dann an der Aufklärung des Mordfalles trotzdem mitgearbeitet, aber nicht kriminalistisch perfekt, sondern ein bisschen so wie Onkel August das sich vorstellt, dass man sowas klärt. Oh. Hola. Entschuldigung. Es war mit dem Dietmar eine wunderbare Arbeit, die ich also wirklich nicht vermissen möchte in meinem Leben. Wir waren einfach füreinander da. Bei Countdown minus 5, volle Beschleunigung auf L1. Was heißt L1? Lichtteilchenbeschleuniger, mein Gott. Mit diesen Spezialisten werden Sie aber nicht weit kommen, Torrent. Deswegen haben wir ja Sie engagiert. Los jetzt! Science Fiction, nicht? Das gab es ja eigentlich noch nicht. Das war ja so das Erste. Kommandant am Kampfstand. Ja? Was stehst du denn noch hier rum? Ja, ich. Geh auf deine Startposition. Commander war er. Ja. Die waren ja alle so ungeheuer clever und so hundsmäßige gute Leute. Den hat man das zugetraut. Den besten Empfehlungen von der Orion. Er hat ja diese Talkshow, die ich oft gesehen habe, weil er so wunderbar mit den Leuten umgegangen ist. Das hat er wirklich großartig gemacht, auch wenn er mal böse wurde, was er ja auch sehr gut konnte. Aber er blieb ja immer noch charmant dabei. Das mochten die Leute auch. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle Briefe, die wir bekommen haben. Es sind sehr viele Briefe. Viele davon nett, die meisten eigentlich, ein paar sehr kritisch, manche auch böse. Ich möchte allen, Ihnen allen dafür danken, denn auch böse Briefe machen ja Mühe. Meiner Meinung nach die beste Talkshow, die es jemals gegeben hat. Wie hast du deine Jungfernschaft verloren?
gegen den Strom schwimmen wie ein Lachs, das hat er hundertprozentig gemacht und erfolgreich. Er war in seinem Einsatz für die Armen und für die Rechtlosen und gegen den Kapitalismus eingestellt. Da war er hundertprozentig ehrlich. Er hat das einfach durchgezogen. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, was du dir leistest und was du dir auflädst alles, das ist ganz enorm. Er hat sich niemals davon irritieren lassen. Niemals. Er ist hart bei der Sache geblieben und mit großem Einsatz, mit großer Ehrlichkeit, mit Selbstverständnis war begeisternd gut. Begeisternd gut. Er hat ja jeden Erfolg gehabt, den man nur haben kann. Aber letztendlich war ihm sein Engagement in diesen sozialen Dingen wichtiger als sein Beruf. Life goes on without me. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich gesagt, diesmal lass uns noch mal so was Schönes machen wie diesen Tatort zusammen. Das wäre eine große Freude. Ich glaube, auch für dich gewesen, aber für mich auf jeden Fall. Das hätte ich ihm gerne gesagt, das sage ich ihm heute noch. Auch.